Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Als Adolf Eichmann, dem Organisator des millionenfachen Mordes an den Juden, 1961 der Prozess gemacht wurde, berief dieser sich darauf, nur ein kleiner Befehlsempfänger gewesen zu sein. Dieses Befehl-Gehorsam-Prinzip war und ist im Militär besonders stark ausgeprägt. Umso bemerkenswerter sind die Glaubenszeugen, die sich nicht hinter diesem Prinzip verschanzten, sondern der Diktatur des Bösen widersagten. Einer von ihnen war der selige Franz Jägerstätter, der 1943 als Wehrdienstverweigerer hingerichtet wurde. Über ihn spreche ich jetzt mit dem Historiker Jakob Knaap. Herzlich willkommen. Danke Ihnen. Herr Knaap, Franz Jägerstätter wurde 1907 in St. Radegund in Oberösterreich geboren. Was war er für ein Mensch? Wie ist er aufgewachsen? Wenn Sie sagen St. Radegund, das ist in Österreich gar nicht so weit entfernt vom Geburtsort von Adolf Hitler. Braunau, also das, ja. Mhm. Ja, Braunauer am Inn, also Oberösterreich. Und Franz Jägerstätter ist hineingeboren in ein landwirtschaftliches, ländliches, streng katholisch-kirchliches Milieu. Und dann sieht man bei dieser Sozialisation, wie er dann ausbricht in jungen Jahren, dieses Dorf St. Radegund verlässt und als Arbeiter in einem Bergwerk Glück sucht, und hier ist eine Phase der Entwurzelung und Haltlosigkeit. Hier kommt auch dieses uneheliche Kind zur Welt. Ich kenne die Maria sogar persönlich, aber es gibt Gnadenerweise im Leben, und das große Glück, die große Gnade in dem Franz Jägerstätter war es, als er dann in seinem Heimatdorf dieser sehr attraktiven, tiefgläubigen Franziska Schwaninger begegnet. Und diese Franziska, das ist sein Lebensglück. Sie führte ihn also auf seinem Glaubensweg. Ja. War sie denn auch entscheidend für seinen Widerstand, für seine Haltung gegenüber den Nationalsozialisten? Ja, ich kannte die Franziska Jägerstätter, geborene Schwaninger, noch persönlich, und nur in großer Hochachtung kann ich sagen, sie hat immer gesehen und gespürt, Gott ruft meinen Ehemann Franz zu diesem einsamen Zeugnis auf. Sie hat gespürt und ihn bestärkt, er muss dem Spruch seines Gewissens folgen. Das wird dann später noch eine Rolle spielen. Zunächst aber im Jahr 1940 leistete er den Fahneneid auf, ja, Adolf Hitler, der damals verlangt war. Warum? Es war eine Erziehung, eine Sozialisation. Da gab es nur Gehorsam, Pflichterfüllung. Er folgte den vorgegebenen Bahnen, wie Millionen anderer auch. Und das muss ein sehr vernehmbarer Spruch des Gewissens sein, um die Kraft zu erfahren, Nein zu sagen. Und dieses Nein bedeutet ja Todesurteil. Ich meine, es gibt kein größeres Glaubenszeugnis, als für Christus und seine Wahrheit sein Leben zu opfern. Und drei Jahre später, am 23. Februar 1943, interessanterweise einen Tag, nachdem die Geschwister Scholl und Christoph Probst in München hingerichtet wurden, da erhielt er seine Einberufung zur Wehrmacht. Aber diesmal weigerte er sich. Was ist denn in der Zwischenzeit geschehen, dass sich sein Denken gewandelt hat? Das zeigt sich auch in seinen Heften, wo er seine Gedanken zu Papier bringt. Er spürt diesen Ruf Gottes, Nein zu sagen, denn er weiß, es ist kein
Krieg, um das Vaterland, um die Heimat zu schützen. Er, der einfache Landwirt Franz Jägerstätter, erkennt dieser Führer Adolf Hitler, geboren in Oberösterreich, führt einen rassistisch motivierten Ausrottungs- und Vernichtungskrieg. Und hier reift ein christlich erleuchtetes Gewissen. Aber es war ja klar, was dann geschehen würde. Auf diesen Verrat, dann stand ja der Tod. Hat niemand versucht, ihn zurückzuhalten? Doch, doch. Auch sein Diözesanbischof von Linz hat ihn ermahnt, der Obrigkeit gehorsam zu leisten, seine Pflicht zu erfüllen. Und da war der kleine Landwirt Franz Jägerstätter stärker als der Bischof, und dieses Glaubenszeugnis, Lebenszeugnis des Franz Jägerstätter fand dann Jahrzehnte später Anerkennung beim Zweiten Vatikanischen Konzil, als Erzbischof Thomas Roberts die große Rede hielt. Vielleicht war es das größte Versagen unserer Amtsträger, fast zu jedem Krieg, fast bei jeder Obrigkeit moralischen Platz zu erteilen. Und dann fährt dieser Erzbischof weiter. Die Geschichte zeigt, wie der Heilige Geist oft kleine, namenlose Menschen aufruft, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit des Evangeliums. Also eine nachträgliche Anerkennung. Aber Franz Jägerstätter war ja noch ein halbes Jahr inhaftiert, bevor er hingerichtet wurde. Und er lebte also ein halbes Jahr im Angesicht des Todes, so könnte man es ausdrücken. Ja. Was ist denn aus dieser Zeit überliefert? Er konnte mit gefesselten Händen noch Notizen schreiben. Und einmal durften ihn sogar seine Ehefrau Franziska besuchen. Und sie hat ihn bestärkt, seinem Gewissen zu folgen. Und der Kern dieser Aufzeichnung sind seine Erkenntnis. Wozu hat Gott uns ein Gewissen, eine Erkenntnis von Gut und Böse gegeben, wenn wir ohnehin nur gehorchen müssen und unsere Pflicht erfüllen müssen? Und dann der entscheidende Satz: Es kann für einen Katholiken keine Sünde sein, wenn er die jetzige Militärpflicht verweigert und seinem Gewissen folgt. Dieser Satz gilt für die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte. Ein Katholik soll nicht in einem ungerechten Angriffskrieg Militärdienst, Waffendienst leisten. Er sagte ja, der Franz Jägerstätter, ganz am Anfang, zur Verteidigung des Vaterlands, zum Schutz der Heimat, aber das entschiedene Nein zu einem Angriffs- und Vernichtungskrieg, das ist sein geschichtliches Vermächtnis. Für Franz Jägerstätter war das klar, aber für die Nachkommenden ja eigentlich nicht so. Es hat ja danach auch eine richtige Kontroverse stattgefunden, ob ein Wehrdienstverweigerer zum Vorbild taugt, ob das auch ein Seliger werden kann. Sie haben eben das Zweite Vatikanische Konzil erwähnt, aber das war ja eine Stimme. Die Kirche war ja eigentlich nicht so auf seiner Seite. Also der Begriff Wehrdienstverweigerer ist nicht zutreffend. Franz Jägerstätter ist ein Kriegsdienstverweigerer. Und das weiß ich aus verlässlicher Quelle. Es war vor allem der damalige bayerische Papst Benedikt XVI., der sich entschieden für die Seligsprechung von Franz Jägerstätter eingesetzt hat. Und ich durfte bei der Seligsprechung von Franz Jägerstätter im Mariendom von Linz dabei sein. Es war erhebend. Viele tausend Menschen aus allen Teilen der Welt waren dabei. Und der ergreifende Augenblick war bei der Gabenbereitung, als die hochbetagte Witwe Franziska eine Reliquie
in Gold gefasste Reliquie vorne zum Altar bringt. Und alle Gläubigen waren tief ergriffen, als sich seine Witwe verneigt und die Reliquie küsst und dann auf dem Altar als Opfer darbringt. Diese Zeichen braucht die Kirche. Also ein bewegendes Zeugnis. Sie waren dabei. Der selige Franz Jägerstätter hat dieser Frage nach Gehorsam und Gewissen, diesem Widerstreit, ganz neue Impulse verliehen. Jetzt leben wir ja in einer anderen Zeit. Wogegen würde er heute aufstehen? Was hätte er uns heute zu sagen? Jetzt muss ich sehr gescheit antworten als Historiker und sagen, der Konditionalis ist nicht der Modus der Historiker. Also in klaren Worten, er lebte in seiner Zeit, er hatte eine Antwort auf die Herausforderung seiner Zeit. Die Frage kann nur lauten, welchen Ruf hat Gott an uns? Also ich. Wir müssen unsere eigenen Schlüsse ziehen. Ja, ich meine, in schlichten Worten, keiner von uns wurde gefragt, ob er geboren werden will, und keiner von uns weiß, in welche Zeit hinein. Das ist die große Herausforderung für uns Christen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Haben Sie abschließend einen Tagebucheintrag von ihm, der seinen Charakter besonders gut kennzeichnet? Der Vorwurf an ihn war, dass Millionen anderer Katholiken ihre Pflicht erfüllen, Wehrdienst leisten. Und da schreibt er in seinen schlichten Worten, ihnen war die Gnade nicht gegeben. Sprich, wenn uns die Gnade gegeben wird, dann müssen wir auf diesen Ruf antworten. Auch Verfolgung kann ein Segen sein, und dann müssen wir alle Zeugnis ablegen, Farbe bekennen. Sie haben uns den seligen Franz Jägerstätter heute näher gebracht. Vielen Dank dafür, Herr Knapp. Danke Ihnen. Franz Jägerstätter, ein weiteres leuchtendes Beispiel in dunkler Zeit. Das war Glaubenskompass. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.